Hui, ja, Leute, und willkommen zu unserer Familie, wo wir dem Typen gerade das Gedächtnis gelöscht haben. So, jetzt tarnen wir dich nochmal kurz. Und wir haben auf mystischer Weise durch einen Modderload ein bisschen Geld dazu gekriegt. Und zwar muss ich meinen Einzelhandel mal kaufen. Also, es ist jetzt Pflicht hier. In Newcrest. Oder ich glaube, das ist Newcrest, oder? Keine Ahnung. Komm, kauf ihn dir. Eine Magnolia Promenade. Paddywhacks Emporium. Boah, das ist schon mega, das Teil hier. Aber wir kaufen uns doch lieber mal einen kleinen Scheiß. Und das gibt's nicht mal möbliert. Danke. Das hat uns jetzt fast 30.000 gekostet, vermute ich. Und dieser Diamant reagiert schon mal wieder über. Und ich habe schon wieder eine neue Nachricht gekriegt. Aha. Paddywhacks Emporium. So, Haushaltsbudget. Haben wir so viel, also 50.000 haben wir mal in unseren Laden rein, in unser kleines Lädchen. Und zwar, was machen wir denn für einen Shop? Wir könnten uns theoretisch eine Bäckerei machen. Ich weiß zwar nicht, wie die aufgebaut ist, deswegen... nee, wir machen keine Bäckerei. Wir machen mal wieder alles Mögliche. Ja, hier war's. So, wir machen einfach mal so ein bisschen... wo gibt's denn den ganzen Scheiß? Ich wollte mir eigentlich so... heute eigentlich so einen Riesenmischmasch machen. Hier kriegt man alles, oder? Da. Yay, das macht mir Angst. Na, mal ganz im Ernst, wir machen mal die Scheiße in Weiß. Keine Ahnung, wieso ich mir ausgerechnet jetzt das hier aussuche. Oh Mann, ich habe schon so eine Idee, was ich den allen Ganzen hier gebe. Und, ja, ich habe so eine gute Modekollektion entworfen. Aha. So, dann vielleicht für einen Handel. Nein. Kasse, was ist das? Ah. Monetäre Käse. Okay. Ich habe gerade irgendwie gar keinen Plan, wie ich... Ach. Schauen wir uns doch das einfach mal an, wie sie es hier gemacht haben. Was ist das denn hier? Ja, einfach eine ganz normale Theke halt. Kessel by the way gegönnt. Mein Hund bellt draußen. Applaus. So, das ist natürlich noch nicht alles, was es hier zum Verkaufen geht. Gibt. Einen riesigen Plüschteddy. Ne, Chillbox? Die Chillbox 2100? Nein. Die gibt es natürlich nicht zu verkaufen. Die gibt es sowas von zum Verkaufen. Ich hoffe mal, man hört meinen Hund nicht, weil es echt furchtbar nervig, das Gebelle von ihm gerade, oder von ihr, besser gesagt. Ja, den Wandfernseher. Sogar ein Pinguinfernseher. Was es nur alles bei uns gibt. Eine Jukebox, die ist aber nicht zum Verkaufen. Und sonst noch so, by the way. Ah. Natürlich hier alles. Zum Verkaufen, nur ich glaube, den Tisch, den kann man nicht verkaufen. Ja, hier Ghostwriter Desktop. Dann natürlich noch ein paar Slablets. 2 Stück, um genau zu sein. Das ist ein Blafi, oder? Ja. Na gut. So, mal schauen.
Hallo. Und hier. Hallo. Licht. Schmackhaftes Licht noch schnell reingehauen. Hübsch. Dann da. Blafi kriegt eine Sonderbeleuchtung. Hier natürlich für die Kasse. Und hier brauchen wir so eine mega Rampenlichtbeleuchtung. Wo ist denn der Schlüssel? Wo ist denn der Schlüssel? Wo ist es denn? Da. Nein. Schade. Ich dachte, wir können das Ding auch haben. Na gut, egal. Dann brauchen wir halt noch ein anderes. Glücklicher Panda. Auf jeden Fall einen glücklichen Panda. Wir brauchen eine extra Beleuchtung für den Scheiß. Aber ich finde keine schöne Lampe. Jetzt, das passt doch eigentlich schon, ja. Ja, das sieht eigentlich schon ziemlich geil beleuchtet aus. Mit ganz, ganz wenig Lampen natürlich. Und was machen wir denn hier oben? Später vielleicht mal was? So, jetzt gehen wir erstmal noch kurz auf Pause. So. Und zwar als zu verkaufen kennzeichnen. Ja, das hier auch. So. Als zu verkaufen. Als zu verkaufen. Als zu verkaufen. Als zu verkaufen. So, für den jetzt hier Pose ändern. Ja. Und. Ja. Nein. Oder irgendwas. Ja. So, dann ist noch Outfits für die ganzen entwerfen. Aber das machen wir im nächsten Part. Und zwar, das ist, glaube ich, schon die 5. Folge, die ich hier aufnehme. Naja, ich würde mal sagen, wenn es euch gefallen hat, dann ciao.